So. Auf nach oben zur Basis. Ganz viel Zeug einsacken. Und dann halt die Sachen machen, die ich eben am Ende der letzten Folge erwähnt hatte. Oh, von weg. Primär, also Öl 3 war das übrigens, nicht Öl 2. Und ich muss unbedingt gucken nach Kupfer, wo ich an den ganzen Kupferfeldern hier vorbeikomme. Hm. Ich glaube, wir hatten da ein dezentes Problem. Ja, das da oben ist weg. Das da ist weg. Wir müssten eigentlich Erz 2 hier aufbauen, bevor wir Öl 3 anfangen, denke ich. Sonst haben wir sehr schnell ein sehr großes Problem. Das hatte ich sogar schon angefangen, oder? Ich glaube, ich hatte da Strommasten gesetzt. Müssen wir gleich mal gucken. Nö, nichts angefangen. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ah, sehr schöner Scan da hinten. Warum auch immer du da hinten scannst, Scanner. Wir könnten... Also ich überlege, ob ich die Abzweigung jetzt überhaupt benutze oder nicht. Dieser Weg nach oben da. Weil theoretisch könnten wir, glaube ich, die Dinger hier... Ah, ist zu eng. Wir könnten hier die Bahnstation hinmachen. Und dann tingelt er... Home, Erz 1. Home, Erz 1, Home. Wir brauchen zwei. Oh, das ist eine schöne Idee. Wir haben einen Zug für Erz 1 und Öl 1. Und einen Zug für Öl 2, Öl 3 und Erz 2. Problem, wir haben nur eine Haltestelle. Und ja, das geht mit diesen Leuchten. Oh. Okay. Ja, das geht mit den Leuchtsignalen, aber dann habe ich nicht rumgespielt. Ich glaube, das mache ich mal. Weil was Neues ist immer gut. Das heißt, wir werden auf jeden Fall einen Zugcrash haben und absolute Zerstörung und neue Sachen aufbauen und so weiter. Aber das ist nicht schlimm. Hallo, Zug. Wo bist du hingefahren? Da bist du. Ja, weil ich glaube, wenn der Zug jetzt immer hier hin und her fährt... Das sollte ich überprüfen eigentlich. Ah, der Weg ist so weit. Nee, das überprüfe ich jetzt nicht. Ich sollte überprüfen, wie viel Verlust wir dadurch haben. Also ob wir das mit einem Zug überhaupt gewuppt bekommen. Das heißt, ich laufe jetzt mal nach oben zu Erz 1 und gucke, ob die Kisten voll sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Kisten sind voll. Und wenn die Kisten voll sind, heißt das, dass Erz 1 mehr produziert, als abgeholt wird. Was eigentlich... Ne? Das sind wie viel? Das sind 16 oder so Mining Drills. Wir werden auf jeden Fall mehr produzieren, als ein Zug abholen kann. Und der eine Zug fährt halt um die ganze Welt. Das ist ein wenig doof. Ja, wird eingelagert. Gibt keinen Stau hier. Das ist okay. Okay, die da oben sind voll. Aber es kommt wahrscheinlich, weil in dem Zug hinten die ganzen Fässer eingelagert werden. Hier ist noch mehr als genug Platz. Okay, das kommt unerwartet. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass hier durchgehend sich das auf den Förderbahnen staut und dass dementsprechend die hier immer im Leerlauf sind. Aber, Oh, nicht auf den Schienen stehen bleiben. Das ist keine gute Idee. Okay, das heißt, wir können das doch erst mit einem Zug machen. Schade eigentlich. Ich wollte schon mit diesen Lichtern mal rumspielen. Du machst echt komische Geräusche, Substation. Mit denen da, Rail-Signal, die kosten auch nicht viel. Ich baue mal zwei. Wie funktioniert das jetzt? Grün, rot. Also ich glaube, da müsste man sich wirklich erstmal ein Tutorial zu durchlesen. Weil ich weiß jetzt nicht, was zur Hölle das macht. Du, grün, grün. Also wenn hier ein Zug kommt, dann wird der Zug, der von da kommt, angehalten. Weil die Richtung ist wichtig. Wenn man hier mit Mouse-Over rüber geht, sieht man die Pfeile nach unten. Und du gehst wieder nach unten. Das heißt, ich müsste echt eigentlich eine Teststrecke bauen, wenn überhaupt. Also wenn ich es ohne Wiki machen wollen würde.
eine Teststrecke bauen, so eine Unendlichkeits-8 vielleicht. Ja, okay, eher so eine Blase, denn in der Mitte eine lange Strecke und hinten noch so eine Blase, dass die immer im Kreis fahren können. So, und in der Mitte ist die Strecke, wo sie sich treffen könnten. Also bang. Und da in der Mitte würde ich dann rumprobieren mit den Signallichtern. So, Zug kostet nicht viel, oder? Ich glaube, wir hatten sogar einen über. Ja, da. Cargo Wagon. Wir brauchen nicht mal einen Cargo Wagon. Wir brauchen einfach nur zwei Diesel-Locomotives. So, bauen. Kurve, Kurve. Davon Zeug. So. Kurzer Trip nach Hause. Wow, Zug. Kurzer Trip nach Hause. Ressourcen einsacken. Also einmal füttern lassen. Wo ist das noch? So, hier oben alles cool. Ja, sehr schön. Zwei Tanks voll Schwefelsäure. Wie schaut's hier aus? Kommst du auch genug? Warum arbeitest du nicht? Also schon mal genug Plastik, das ist gut. Aber warum arbeitest du nicht? 3,0 müsste doch reichen, oder? Du saugst Zeug an, aber hier ist nichts drin. Petroleumgas 0, Petroleumgas 0. ETF. Nichts ist am Arbeiten. Oh, du hast Schweröl über. Schweröl will von da nach da gebracht, von da nach da gebracht, von da nach da gebracht. Schweröltank ist voll. Oh, okay, das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen entweder irgendwo. Ja, mal im Ernst. Wir haben. Ne? Hier eine Kiste voll rote Engines. Ich brauche kein Schweröl mehr. Das heißt, ich werde jetzt eine Chemiefabrik bauen. Hat jetzt absolut nichts mit den Bahngeschichten zu tun und so weiter. Jetzt ist kurzer Cut. Also kurzer Cut mit der Bahngeschichte. Wir machen kurz mit dem Öl weiter und danach können wir uns um die Bahn kümmern. Ich werde jetzt das. Boah, ich kann kein Lubricant wieder zu Treibstoff machen, aber ich kann das Schweröl von hier nehmen. Mach hier mal eine Abzweigung rein. Du darauf. Du da weg. Du darunter und dahin. Also es wird immer noch Schweröl hier in die Chemiefabrik reingepumpt, damit aus dem Schweröl Lubricant gemacht werden kann. Wenn denn hier irgendwann mal Platz sein sollte, was nicht der Fall ist. Aber es wird dann hier auch Schweröl weitergepumpt. Und zwar zu der Chemiefabrik hier. Und die macht bitte aus Schweröl Leichtöl. Du brauchst ja dann direkt das Ding. So. Oh, du brauchst auch noch. Das ist doof. Du brauchst mehr Platz. Du brauchst nämlich auch noch Wasser. Okay, stell dich da hin. Das wird jetzt wieder chaotisch. Dann müssen wir uns hier irgendwo Wasser klauen. Geh mal da weg. Wir werden angegriffen. Ja, ist egal. So. Dann kommt da. Ich mach mal das hier weg. Das dahin, so. Dann kommt hier ein normales Ding hin. Das Licht kommt kurz weg. Du kommst dahin. Dann kommt hier so ein Rohr nach unten. Da kommt ein Rohr nach oben und da kommt. So, wir haben Wasser. Gut. Wenn ich hier jetzt ein Rohr hinmache, dann verbindet sich das mit dem, ne? Ja, Kaka. Du dahin, du dahin. Du runter, du dahin. Brauche ich zwei normale Rohre. Zwei normale. Wo sind die Rohre? Verdammt, da. So. Ach, du Heilige. Das ist sehr komisch hier. So, jetzt mach du bitte aus Schweröl Leichtöl. Okay, Leichtöl. Leichtöl müsste hier rein. Das geht nicht. Ich mache noch eine Chemiefabrik. Da, Chemical Plant. Ich mache jetzt noch eine Chemiefabrik und die nimmt das Leichtöl von hier
mach daraus Petroleumgas und schubst das dann hier irgendwie mit rein. Das kriegen wir schon hin. Du, da. Ich hoffe, das Ding braucht nicht auch noch Wasser. Es wird langsam lächerlich. Oder? Doch, braucht auch Wasser. Okay. Oh, warte, das geht sogar von da nach da. Oh, das Wasser muss unten sein. Natürlich muss das Wasser unten sein. Es wäre ja auch zu einfach, wenn man es oben machen könnte. Da ist Wasser drin, da geht's runter. Du baust davon welche und davon welche. So, du kommst da runter. Kommst hier hoch. Machst da einen Knick. Gehst hier in die Fabrik rein. So müsste das gehen, ne? Wasser unten, das da oben. Du runter, du hoch. So, und hier. Mist. Hier gehst du darum, darum und schließt einfach da an. Da ist mir jetzt auch egal, wie das aussieht. Okay, das müsste jetzt soweit alles funktionieren. Und das ganze Schweröl, das über ist sozusagen, wird zu Petroleumgas gemacht, damit das hier unten mit dem Plastik weiterläuft. Und die Dinge auch weiterarbeiten. Wir hätten es ganz gut haben können, dass ich hier. Ja, guckt euch das mal an. Guckt euch diese Kacke an. Wir haben 6 Tanks voll richtig schönem schwarzen Öl. Und das staut sich bestimmt auch hier oben. Ja. Ah. Und alles nur, weil wir zu viel Lubricant haben. Okay, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut, dass mir das aufgefallen ist. Sonst hätte ich folgenlang geflucht, warum das mit dem Plastik nicht funktioniert und was weiß ich. Warum kriegst du keine roten Chips? Weil wir 0 Kupfer haben. Okay. Problem, definitiv Problem. Wir müssen Erz-2 neu aufbauen. Die Roboter haben mich hoffentlich befüllt mit dem Nötigsten. Das haben wir. Brauchen Eisenkisten. 18 Stück reichen. Ja, machen wir 20 draus. Bessere Zahl. So, wir haben Eisenkisten. Wir haben blaue Ärmchen. Ach du Kacke. Mir fällt gerade auf, wir haben bei den Öl-Außenposten haben wir zwar diese intelligenten Ärmchen, aber die haben wir nicht bei allen anderen Außenposten. Oder bei dem Erz-Außenposten, zum Beispiel oben. Aber stimmt, da wird nur eingeladen, da wird nicht entladen. Ist alles gut, ist alles gut. Also ja, ich baue nochmal eine Handvoll davon. Ich baue sicherheitshalber einfach nochmal ein paar von den grünen hier, damit es mehr werden. Dann laufe ich noch zu der Kiste mit den Solarzellen. Hier irgendwo war. Genau da. Mehr Solarzellen. So, Munition habe ich genug. Akkus waren hier. Akkus. Ja, hier nimm Stack Akkus. So, 9 Mining Drills sind ein Anfang. Oh, genau, Fließbänder. Wir haben 50 normale Fließbänder. Ich will aber schnelle Fließbänder. Also bauen wir gefälligst schnelle Fließbänder. Und wir haben keine Zahnräder. Das lässt sich ändern. Gut. Ganz viel Zeug. Sehr schön. Oh, haben wir Eisenerz im Umlauf? Nein, haben wir nicht. Und wir haben kaum noch Eisenplatten. Okay. Ich hatte irgendwo noch Kisten rumstehen, die ich im Notfall zu Provider-Chests machen wollte. Wenn wir dann irgendwann mal unmöglicherweise Erzmangel haben. Ich habe nur keine Ahnung, wo die waren. Oder ob wir die schon angeschlossen haben. Ja, gut. Hier wird die ganze Stromgeschichte. Ich habe das Gefühl, hier so in der Ecke. Aber hier sind überall nur Solarzellen. Da ist Kohle. Was alles schön Kisten voll macht, sehr gut. Hier. Stahlkisten voll mit Eisen. Und gerade noch drin im Dingensbummens. Gut, ich hätte gerne 1, 2, 3, 4 davon. Da, da, da. Ich hab doch viel gesagt, oder? Genau. So, jetzt müssten ganz viele Roboter kommen.
das ganze Eisen runter in die Schmelzöfen bringen. Dann haben wir wieder kein Eisenproblem. Das ist so ein bisschen widersprüchlich, ne? Ich hatte doch gerade festgestellt, dass hier oben, also die Geschwindigkeit, wie hier oben Erz abgebaut wird, ist genauso schnell wie der Zug, der das wegbringt. Also es staut sich nicht so wirklich hier oben. Trotzdem haben wir ein Problem. Oh, wir haben jetzt 9K im System. Gut. Es wird auch durch die Kisten sein.